Ich glaube, wir sind live. Guten Abend, liebe Instagram-Community. Guten Abend, Facebook, YouTube, Podcast, wo auch immer ihr am Start seid. Ist da jemand? Ist da jemand? Einmal ein paar Lebenszeichen. Wer ist denn schon so da von euch? Dunkelbunt, Little Glow, Hicke und Humankapital. Eva ist da. Sehr schön. Kann sich mal jemand von Facebook melden, ob ihr da seid? Kommentare, YouTube, irgendwas. Ich sehe gerade nämlich noch nichts. Ah, da, hallo, danke, liebe Ilka. Super. Oh, Grüße aus Wien. Cool. Highly international sind wir hier wieder unterwegs. Wie immer natürlich. Cool, schön, dass ihr mit dabei seid. Zum, ja, Money Talk mal wieder. Es ist wieder einmal der erste Mittwoch des Monats. Wir befinden uns im Dezember 2020, fast geschafft. Und ja, das Jahr ist quasi auch schon wieder vorbei. Und deswegen machen wir heute ein bisschen Jahresendreflexion. Und zwar machen wir das zusammen. Also ich werde euch nicht hier eine Stunde irgendwie was erzählen, was für tolle Tools es doch so gibt. Und dann macht es am Ende doch wieder niemand, sondern wir werden das hier gemeinsam, liebe Grüße aus Florida, okay, Crazy Town. Wir werden es hier gemeinsam machen, die gemeinsame Jahresendreflexion. Was ihr braucht, ist ein Stift und ein Blatt Papier, Vorder-Rückseite oder zwei Blätter Papier. Wer das bis jetzt noch nicht hat, schnell holen gehen. 3, 2, 1, ihr habt 5 Sekunden Zeit, euch einen Stift zu besorgen und einen Zettel zu besorgen. Am besten DIN A4, Vorderseite, Rückseite oder ihr macht direkt zwei draus. Auf die Plätze, fertig, los. Holt euch mal schnell was zum Rumskribbeln, was zum Schreiben. Und währenddessen kann ich schon mal ein bisschen was zum ja, zum Reflektieren an sich erzählen. Also, warum hat das so einen hohen Stellenwert auch bei mir und so eine Jahresreflexion? Warum ist das eigentlich so wichtig? Warum ist Reflektieren so wichtig? Ich finde, Reflektieren gehört einfach zum Lernen dazu. Ich hoffe, ihr macht das nicht nur einmal im Jahr, sondern auch zwischendurch mal. Ihr habt euch ja sicherlich Ziele gesetzt, auch für dieses Jahr. Dieses Jahr ist natürlich ein schönes Beispiel für, schön, dass ihr Pläne habt, aber das Leben kommt dann dazwischen und dann ist alles komplett anders. Nichtsdestotrotz, gehört es einfach mit dazu, zu reflektieren, wo bin ich auf dem Weg zu meinem Ziel, habe ich es erreicht, wo bin ich vielleicht falsch abgebogen. Idealerweise, wie gesagt, macht ihr das öfter als einmal im Jahr, nicht, dass ihr am Ende des Jahres da steht und denkt, oh, irgendwie habe ich überhaupt nicht mal ansatzweise das erreicht, was ich mir vorgenommen habe. Vielleicht waren es dann andere Sachen, aber es ist natürlich schöner, das unterjährig schon mal ein bisschen zu reflektieren, damit man dann noch ein bisschen justieren kann. Des Weiteren finde ich, Fehler machen, finde ich, ist immer kein Problem, solange man sie dann reflektiert und weiß, vielleicht welche These falsch war, wo man vielleicht eine Entscheidung getroffen hat, die dann doch nicht so gelaufen ist. Und vor allem, warum war das dann so? Stand mir da mein Ego im Weg? Habe ich mit Umsatz gerechnet, der dann doch nicht kam? Warum? Habe ich mich verrechnet? Habe ich irgendwie zu sehr auf ein Pferd gesetzt? Keine Ahnung. Also das finde ich ist einfach nochmal so, so wichtig, um auch einfach aus den Fehlern zu lernen. Also wenn ihr Fehler macht und wir alle machen Fehler und treffen falsche Entscheidungen und dann aber nicht reflektiert und daraus lernt, ist das Ganze natürlich für die Katze. Dann hat sich der Fehler so doppelt nicht gelohnt. Also von daher, lasst uns anfangen. Ich hoffe, ihr habt jetzt alle einen Stift und einen Zettel parat. Die Technik, die ich mit euch durchgehen möchte, heißt Year in, Year out. Also Jahr ein, Jahr aus. Year in, Year out, wie die Amerikaner sagen würden. Und das machen wir jetzt gemeinsam. Hatte ich letztes Jahr auch schon mal vorgestellt, dieses Tool. Und jetzt machen wir das zusammen. Das ist so eines der schönsten Werkzeuge, die ich kenne. Schön ganzheitlich einmal das letzte Jahr zu reflektieren und auch schon mal einen Ausblick ins nächste Jahr zu wagen. Zettel und Stift sind hoffentlich parat. Und dann malt ihr jetzt mal drei ineinander liegende große Kreise auf euer Blatt Papier. Das sieht dann im Endeffekt so aus. Drei Kreise, einen kleinen, ein bisschen größeren und einen noch größeren, sodass ihr außenrum noch Platz habt zum Schreiben, also ganz außen, also äußerer Rand, äußerer Kreis bis das Blatt zu Ende ist und in den Zwischenräumen der Kreise auch.
drei Kreise, der erste ist wahrscheinlich so groß wie so ein, keine Ahnung, Trinkglas oder so. Drei Kreise werden gebraucht, die ineinander liegen. Für alle, die jetzt gerade Podcast hören oder so, stellt euch das einfach mal vor. Drei ineinander liegende Kreise, die überschneiden sich nicht, sondern die sind einfach so, wie sie sind, da. Das machen wir jetzt. Gebt mal ein kurzes Zeichen, wenn ihr bereit seid, wenn ihr drei Kreise gemalt habt. Bitte einmal kurz Daumen hoch. Sorry, jetzt muss ich ja echt nebenbei irgendwelche Scheiß-Spammer rauskicken. Das ist ja einfach nur widerlich. Okay. Cool. Das heißt, das haben wir. Jetzt kommen hier die ganzen Daumen hoch. Super, ihr habt schon mal drei Kreise gemalt. Mensch, was für eine Leistung dieses Jahr. Also, bei Year In geht es Year In, Year Out. Wie der Name schon sagt, es geht darum, das eine Jahr zu reflektieren, von innen nach außen und das neue Jahr quasi schon mal sich darauf einzustimmen, was man sich dafür wünscht, von außen nach innen. So, das passiert jetzt anhand von verschiedenen Fragen. Das heißt, wir gucken von außen nach innen. Wir nehmen uns jetzt das Jahr 2020 vor und gucken von außen nach innen in diesen Kreisen. Und ihr schreibt jetzt mal an den äußeren Kreis, also in diesen Zwischenraum zwischen dem letzten Kreis und das Ende eures Blatts Papiers, schreibt ihr mal, was ist in der Welt passiert rein. Also einfach erstmal nur den Satz, den füllen wir dann später aus. Was ist in der Welt passiert? Können wir es lesen? Da. Was ist in der Welt passiert? Kommt ganz außen rein. Dann ein Kringel weiter nach innen, schreiben wir rein, was ist in meinem Leben passiert? Was ist in der Welt passiert? Was ist in meinem Leben passiert? Dann in den nächsten Kringel kommen Gefühle und ganz in der Mitte kommt Motto und Essenz. Habt ihr das? Sorry, ich kämpfe hier parallel immer noch gegen Spam und Scam. Also, das erste ist, was ist in der Welt passiert? Ganz außen. Dann, was ist in meinem Leben passiert? Dann Gefühle und dann Motto und Essenz. Von außen nach innen. Fertig? Habt ihr? Essenzmotto, ganz genau. So, und jetzt reflektieren wir das Jahr 2020 von außen nach innen. Das heißt, wir beginnen mit dem äußersten Kringel. Was ist in der Welt passiert? Was ist geschehen, was mich berührt hat? Und das wird jetzt aufgeschrieben genau in diesem Zwischenraum. Ihr könnt rundherum überall rumschreiben, ihr habt genug Platz. Was ist in der Welt geschehen, was mich berührt hat, mein Leben beeinträchtigt hat? Gewisse politische Ereignisse zum Beispiel oder gewisse, ich weiß auch nicht, Pandemien oder so. Also da könnt ihr euch jetzt mal, ja, da könnt ihr jetzt mal schauen, was euch noch so einfällt, was dieses Jahr in der Welt passiert ist, was euch berührt hat. Da geht es nicht um euer Privatleben oder sonst irgendwas, sondern was wurde von außen an euch herangetragen in euer Leben, was hat dieses beeinträchtigt? Und das schreibt ihr jetzt mal auf. Ich hatte eigentlich eine richtig coole Playlist für diese Zwischenzeilen, in denen ihr arbeitet. Aber dann ist mir eingefallen, GEMA ist vielleicht nicht so spaßig, sich mit denen anzulegen. Deswegen bekommt jetzt leider keine 90er-Popmusik von mir in den Zwischenzeiten. Ihr könnt euch ja ein bisschen was selber summen. Also auf meiner Playlist waren zum Beispiel Backstreet Boys, verschiedenen Songs, Daylight von den No Angels. Und damit habe ich euch gerade auch schon einen Ohrwurm gemacht. Das heißt, ihr braucht gar keine Musik. Wir haben jetzt alle den gleichen Ohrwurm. Daylight von No Angels. Wer es nicht kennt, ist leider viel zu jung. Da müsst ihr euch einen anderen suchen. Aber wir können ja alle mal Daylight innerlich anstimmen und mitsummen.
Von daher, cool, dann macht das doch jetzt mal. Was ist in der Welt passiert? Jetzt schwafel ich ja schon die ganze Zeit rum. Wahrscheinlich seid ihr schon fertig. Ich gebe euch noch eine Minute. Was ist in der Welt passiert, was euch berührt hat? Alles aufschreiben. Und denkt vielleicht auch an die guten Sachen. Das ist jetzt schon mal so der erste Punkt. Wir tendieren ja dazu, die negativen Ereignisse stärker wahrzunehmen. Okay, es war 2020 auch wirklich, also naja, hätte ja auch noch schlimmer kommen können. Aber versucht doch auch so ein, zwei Ereignisse herauszufiltern, die vielleicht auch positiv waren. Schreibt einfach alles auf, was euch in den Sinn kommt. Es gibt kein richtig oder falsch, es gibt kein gut oder schlecht. Schreibt es einfach mal auf, was ist in der Welt passiert. Alle, die jetzt im Podcast hören und Auto fahren, denkt einfach mal drüber nach. Euch fallen bestimmt auch so fünf, sechs Stichworte ein zu dem ganzen Thema. So, wenn wir das haben, gehen wir zum zweiten Kringel. Wir sind immer noch im Jahr 2020 und gehen jetzt einen Kringel weiter, nachdem ihr jetzt außen alles vollgeschrieben habt, was ist in der Welt passiert im Jahr 2020, was euch berührt hat. Gehen wir jetzt einen Kringel weiter nach innen und überlegt euch, was ist in meinem Leben passiert? Das kann sowas sein wie tolle Reisen, Zwinker, Zwinker, verarscht, Reisen, Umzug, Todesfälle, Beförderung, alles, was euch so einfällt, positiv wie negativ, was in eurem Leben geschehen ist. Da sind wir jetzt nicht mehr bei, welcher US-Präsident wurde gewählt und Corona rauf und runter, sondern da sind wir jetzt bei euch in eurem Leben. Was ging da so vonstatten? Reisen, Todesfälle, Umzug, Beförderung, keine Ahnung, Beziehungen, neue Beziehungen eingegangen, andere Beziehungen beendet, keine Ahnung, was auch immer in eurem Leben so passiert ist. Während ich hier weiter Menschen blocke. Nur nervig. Guck mal, hier ist doch schon Binesk. 88. War für mich ein super Jahr. Fortbildung abgeschlossen, befördert. Super. Unternehmen gekauft. Ja, das sind doch richtig coole Sachen. Nische. Also im Januar war das Jahr echt schön. Ja, siehst du. Ist doch schon mal was. So, schreibt auf. Raus aus dem Dispo. Ja, ist doch super. Das ist doch richtig, richtig cooles. Ist doch toll. Möglichkeit, im Homeoffice zu arbeiten. Ganz genau. Solche Sachen kommen da alle rein. Siehst du, es sind doch ein paar mehr positive wahrscheinlich, als ihr dachtet. Bis vor 3 Minuten noch. Brainstormt da gerne. Viel Zeit in der Natur verbracht. Beförderung. Super, dass ihr das alles, 20% mehr Gehalt. Was geht ab? Finde ich cool, dass ihr das alles so reinschreibt. Könnt ihr euch noch ein bisschen gegenseitig inspirieren. Alle meine Ziele erreicht. Mein Mann auch befördert. Neuer Job. Angefangen, Finanzthema in die Hand zu nehmen, Jahresziel nächste Woche erreicht, neue Beziehung, neuer Job, mehr Gehalt. Na, also Heidewitzka. Okay, wenn ihr damit soweit seid, wenn ihr da alles vollgeschrieben habt, beziehungsweise Podcaster Zuhörer gebrainstormt haben mit sich selber, dann gehen wir jetzt in den nächsten Kringel. Gefühle. Wie habe ich mich dabei gefühlt? Wir haben jetzt die politischen Ereignisse, was in deinem Leben passiert ist. Wir gehen jetzt immer weiter rein. Welche Gefühle haben vorgeherrscht in diesem Jahr? Wie habe ich mich dabei gefühlt? Was hat es mit mir gemacht? Trauer, Ungewissheit, Motivation, Bestätigung, Angst, Unsicherheit, Sicherheit, was auch immer. Was sind die Gefühle, die euch 2020 begleitet haben? Könnt ihr ableiten aus den Ereignissen, die geschehen sind in eurem Leben? Vielleicht fallen euch aber auch noch andere Gefühle ein, die jetzt gar nicht so sehr damit verbunden sind. Also schreibt das mal auf, eure Gefühle mit dazu. Dann haben wir 2020 auch schon fast geschafft. Frust,
geil, lebendig, kraftvoll, motiviert, selbstbewusst, kommt hier, stolz, manchmal wie ein Schluck Wasser in der Kurve, ja, dann schreib genau das auf. Stolz, sehr schön. Viele coole Gefühle hier auf jeden Fall. Achtsamkeit ist kein Gefühl. Also man kann man sich achtsam fühlen? Weiß ich nicht, glaube nicht. Freude, Stärke, müde, Unsicherheit, gleichgültig, okay, selbstsicher, perfekt. Schreibt das einfach mal auf, versucht es nicht zu beurteilen, sondern einfach so, wie es ist, vermissen, Zunahme an innerer Stärke, Dankbarkeit, glücklich und erledigt. Ja, guck mal, gelassen, sehr gut. Ich merke schon, da kommt einiges bei euch hoch. Sehr, sehr schön. Genauso soll es ja dann auch sein in einer Reflexion. Schreibt einfach alles auf, was euch einfällt. Und wenn es nur drei Sachen sind, dann sind es nur drei Sachen. Müde von Januar bis Dezember. Perfekt. So, und jetzt kommt noch eine etwas kreativere Aufgabe. Und zwar, da sind wir jetzt im letzten Kreis. Motto bzw. Essenz. Ihr habt euch jetzt überlegt oder reflektiert, was ist dieses Jahr passiert außerhalb, was ist in meinem Leben passiert, wie habe ich mich dabei gefühlt? Und jetzt versucht doch mal, ohne jetzt perfektionistisch drei Jahre drüber nachzudenken, eine Art Motto oder eine Art Essenz daraus zu ziehen. Was ist die Essenz meines Jahres 2020? Also da geht es wirklich nur darum, mal so ein paar Wörter aufzuschreiben oder einen kurzen Satz, der das Jahr zusammenfasst. Das kann sowas sein wie: Ich bin ja gerne in so einer Gärtnersprache auch manchmal. Das könnte sowas sein wie 2020 habe ich den Boden bereitet. Ja, um vielleicht dann im nächsten Jahr den Samen zu sehen, um dann vielleicht irgendwas wachsen zu lassen, irgendwas zu ernten oder so, so als kleine Inspiration. Keep on running. Ich kann alles schaffen. Genau, das kommt da schon so. Sehr cool. Also was ist so euer Motto, eure Essenz? Veränderung, Mut wird belohnt, sehr cool. Was ist eure Essenz des Jahres 2020? Organisation ist alles. Sehr privilegiert, sehr gut. Nichts ist selbstverständlich. 2020 war das Jahr der Persönlichkeitsentwicklung, auch super. Weniger ist mehr, einfach machen, Richtungswechsel. Nichts ist sicher, kreativ und flexibel bleiben. Sehr gut. Da kommt doch schon einiges auf. Schreibt auch das gerne wieder auf. Auch diejenigen, die es jetzt in Instagram und so weiter tippen, ist auf jeden Fall super, dass ihr das damit reinschreibt. Ich würde euch aber auch empfehlen, das wirklich auch in euer Blättchen zu schreiben, weil dann ergibt das hinterher ein recht schönes Bild, das ihr dann auch immer noch mal wieder nachvollziehen könnt. Könnt ihr an Silvester noch mal drauf gucken oder wann auch immer. Das ist dann einfach schön dokumentiert, heftet euch das dann weg. Und dann könnt ihr da immer wieder drauf gucken zwischendurch. So, dann würde ich sagen, sind wir mit 2020 auch durch. Besser ist das. Und dann machen wir jetzt genau die gleiche Übung. Allerdings mit dem nächsten Jahr. Oh, jetzt ist es 20.21 Uhr. Das kein Timing ist. Ja, ich achte auf solche Sachen. Also, wir gehen jetzt ins Jahr 2021. Und machen die gleiche Übung, aber von innen nach außen. Denn wir wissen ja gar nicht, was in der Welt passieren wird. Aber alles andere oder vieles der anderen Sachen können wir auf jeden Fall beeinflussen. Und wir können beeinflussen, was vielleicht unser Motto des Jahres ist, wie wir uns fühlen wollen und was in unserem Leben passieren soll. Von daher machen wir jetzt genau das Gleiche, nämlich nochmal andersrum, von innen nach außen. Deswegen heißt es Year in, Year out. Also, es ist jetzt, was ist dein Motto? Also, ihr könnt das Blatt umdrehen und es gleich nochmal malen. Bei mir ist einfach nur durchgedrückt, auch praktisch. Oder ihr nehmt euch ein zweites Blatt und malt da wieder drei Kreise drauf mit genau den gleichen Sachen. Das wäre wahrscheinlich am einfachsten. Da gebe ich auch nochmal kurz 12 Sekunden, um nochmal ein zweites Blatt zu holen oder die Rückseite zu bekritzeln. Wieder drei Kreise, genau die gleichen Kategorien. Und dann geht es jetzt darum, ein Motto oder eine Essenz für das Jahr 2021 euch zu überlegen.
Ich hatte ja gerade gesagt, es könnte sowas, wenn 2020 vielleicht bei mir war, den Boden bereitet, dann könnte jetzt mein Motto sein für 2021 den Samen sehen. Ja, um jetzt mal sehr metaphorisch zu bleiben. Es muss aber nicht an euer Motto von 2020 anknüpfen. Es kann auch was ganz anderes sein. Ihr könnt auch einfach sagen, das Jahr des Durchbruchs oder mein Business-Jahr oder das Jahr der Veränderung oder das Jahr des Sports oder das Jahr der Gesundheit, was auch immer euch so einfällt. Und da würde ich euch wirklich raten, einfach intuitiv ranzugehen. Es geht nicht darum, jetzt rational zu überlegen, ja, was könnte es denn werden, sondern ihr habt schon Bauchgefühl, ihr wisst schon, wo es nächstes Jahr hingeht. Ist ja dann auch schon in 4 Wochen. Eigentlich habt ihr schon im Bauch. Und an diese Informationen, dieses Bauchgefühl würde ich mich an eurer Stelle einfach entlanghangeln und da mal reinfühlen und zu überlegen, was ist so meine Essenz, mein Motto für das nächste Jahr? Was wünsche ich mir fürs nächste Jahr? Wohin wird meine Reise gehen? Die kommt schon einfach machen. Ready for Takeoff. Ja, super. Anpacken. Starke Frau, starkes Unternehmen, sehr cool. Das Jahr der Weiterentwicklung, Anlauf und los. Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Fokus auf Kernprojekte. Sehr schön. Schreib das da mal rein. Durchziehen Erntezeit bei Yvonne. Hallo Yvonne. Erntezeit, sehr schön. Go with the flow, Neuanfang. Super. Starte durch. Ja, perfekt. Das sind doch richtig coole Motti, Mottosse, Motten für das Jahr 2021, in dem alles anders wird. Alles besser wird. Für alle, die es verpasst haben, hier nochmal kurz die Kategorien in die Kamera gehalten. Wir sind jetzt gerade bei der Essenz, beim Motto für das neue Jahr. Lass die Spiele beginnen. Lebensfreude, Mut, neu anfangen. Sehr gut. So. Dann habt ihr jetzt alle ein Motto, eine Essenz. Das muss nicht perfekt sein. Schreibt sonst einfach ein paar Wörter rein. Wichtig ist halt nur, dass ihr irgendetwas habt, dass ihr irgendwas etwas aufschreibt. Es muss nicht perfekt formuliert sein. Ist vollkommen egal. Ist ja nur für euch. Aber geht mit eurer Intuition, geht mit dem Flow und schreibt die paar Wörter da rein. Haben wir gemacht. Haken dran. Sehr gut. Dann gehen wir jetzt in den nächsten Kringel. In den zweiten Kreis quasi. Gefühle. Gefühle. Das heißt, da kommt jetzt rein, wie wollt ihr euch denn fühlen im Jahr 2021? Das habt ihr ja schon reflektiert, wie war 2020? Da könnte man jetzt vielleicht Veränderungen vornehmen wollen, dass man sagt, okay, 2021 möchte ich mich sicher fühlen, möchte ich, keine Ahnung, stolz sein, stolz werden, stolz bleiben, mich selbstbewusst fühlen, was auch immer euch einfällt, wie ihr euch im kommenden Jahr gerne fühlen möchtet. Schreibt es gerne bei Facebook rein, bei Instagram, wo auch immer und schreibt es aber auch auf jeden Fall auf euer Zettelchen. Das Aufschreiben ist immer schon so der erste Weg zum Realität werden lassen, zur Manifestation. Dankbarkeit, mutig, stolz, frei, unabhängig, hoffnungsvoll, genau. Schreibt da gerne auch mehrere Sachen rein, entspannt und erfolgreich. Ihr habt dann genug Platz, schreibt da alles rein. Ja, also das sind alles jetzt Botschaften, die ihr ans Universum schickt, ans Jahr 2021. Und je klarer ihr das definiert, was ihr gerne hättet, wie ihr euch fühlen möchtet, desto besser ist das, desto besser weiß das Leben Bescheid, was ihr denn gerne hättet in eurem Paketchen für nächstes Jahr. Stark, unabhängig, reich, strukturiert, lebendig sich fühlen, sehr gut. Ausgeglichen. Gelassenheit wird hier oft genannt. Gelassenheit ist auch ein großes Thema bei mir. Entspanntheit. Ich habe übrigens Ende letzten Jahres oder Ende letzten Jahres habe ich es ähnlich gemacht und ich habe immer so ein Notizbuch und so die Doppelseite. Ich fange immer jedes Jahr ein neues Notizbuch an, wenn es sich irgendwie ergibt. Und dann auf der ersten Doppelseite alles das auch mal so runtergeschrieben. Also gar nicht so, also wir machen das jetzt sehr strukturiert. Was ich mal gemacht habe, ist einfach alle Wörter, die mir eingefallen sind, die ich fürs nächste Jahr haben möchte, viel gefühlsbasiert auch, aber auch greifbare Ziele oder auch gesundheitliche Ziele, was auch immer, private Business-Ziele, einfach mal alles auf eine Seite runtergeschrieben, so ein bisschen geordnet, manche Wörter größer geschrieben und unterstrichen und umkringelt, manche ein bisschen kleiner. Das war für mich persönlich auch nochmal eine sehr schöne Übung und da werde ich dann natürlich auch
Mal drauf gucken in den nächsten Tagen, wie es denn so gelaufen ist. Perfekt, dann haben wir jetzt für 2021 euer Motto und eure Essenz, eure Gefühle, wie ihr euch fühlen möchtet nächstes Jahr. Und dann kommen wir jetzt auch schon zum letzten Kringel fürs nächste Jahr. Was soll in eurem Leben passieren? Für dieses Jahr haben wir gemacht, was ist in meinem Leben passiert? Und jetzt wollen wir aber uns natürlich überlegen, was soll denn nächstes Jahr passieren? Nicht nur, wie wir uns fühlen, was soll passieren? Soll das die Beförderung sein? Soll das ein gewisses Umsatzziel sein? Soll es eine Familie zu gründen? Keine Ahnung. Schreibt das mal auf in den zweitäußeren Kringel sozusagen. Was soll in meinem Leben passieren? Oder beziehungsweise nicht, was soll passieren, sondern sind natürlich Dinge, die ihr beeinflussen könnt. Ne? Ihr habt ja schon irgendwie aufgeschrieben, wie ihr euch fühlen wollt, meinetwegen stolz. Und jetzt geht es natürlich darum, Stolz fällt ja nicht wahrscheinlich nicht so unbedingt vom Himmel. Was kann ich denn tun, um mich stolz zu fühlen? Oder unabhängig, was kann ich denn tun, um mich unabhängig zu fühlen? Glücklich, was kann ich tun, um mich glücklich zu fühlen? Und darum geht es jetzt eben genau, Gehaltserhöhung, schuldenfrei zu sein, heiraten, Kreise der Familie. Genau, also linkt das, verbindet das auf jeden Fall zu den Gefühlen, weil dafür ist das jetzt da. Arbeitet quasi von den Gefühlen heraus. Ihr wisst jetzt, wie ihr euch fühlen sollt. Was muss ich dafür tun? Was muss geschehen, damit ich mich auch so fühle? Traum von einem Vanbus verwirklichen, Umzug, Mentoring-Kurs mit mir, schön auf die Warteliste setzen. moneypenny.de/mentoring. Ihr kennt die Seite. Zeit für mich haben, lernen. Ja, versucht gerne so konkret wie möglich zu sein. Zeit für mich haben, was heißt das? Wie viele Stunden pro Woche? Was machst du mit der Zeit? Also einfach nur Zeit für mich haben, ja, okay. Das ist halt relativ wenig konkret. Ne? Also versucht da noch mehr reinzugehen. Wie gesagt, je konkreter die Message nach draußen ist, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass ihr genau das bekommt. Klare Sachen formulieren, klare Ziele formulieren. Nicht so fluffy-fluffy, weil sonst am Ende, wenn du dann reflektierst und sagst, naja, habe ich denn das auch erreicht, was ich mir vorgenommen habe, dann kannst du das nicht, dann kannst du es nicht beurteilen, wenn du sagst, Zeit für mich zu haben. Und auch mehr Zeit für mich reicht auch nicht, weil ist eine Minute mehr Zeit für dich, ist das das, was du haben willst? Wahrscheinlich willst du irgendwie 10% mehr Zeit für dich haben oder 10 Stunden pro Woche oder so. Also versuch das wirklich konkret zu machen. Genau das Gleiche mit mehr Lesen. Mehr Lesen ist kein Ziel. Dann liest du eine Minute mehr und hast mehr gelesen. Aber das ist ja nicht das, wo du hin willst. Sowas wie Fortbildung beenden. Genau, super. Neue Nebentätigkeit starten. Weiterbildungen. Welche Weiterbildungen? Morgens meditieren. Super. Eine App auf den Markt bringen. Also versucht da wirklich jeden Tag lachen, sehr gut. Versucht da wirklich so viel Klarheit wie möglich reinzubringen. Für euch als auch für ja quasi den das Christkind. 24 Bücher lesen, Buch veröffentlichen, Zertifizierung, neue Gewohnheiten installieren. Welche neuen Gewohnheiten installieren? Wie sieht das ganz genau aus? Wie sieht dein Leben aus mit den neuen Gewohnheiten? Du willst ja nicht nur die Gewohnheiten installieren, sondern du willst ja das Resultat davon haben. Wie zum Beispiel jeden Tag meditieren oder jeden Tag eine halbe Stunde lesen. Welche neuen Gewohnheiten sind das? Motorradführerschein fertig machen, Buch schreiben, genau, Halbmarathon laufen. Das sind alles so Sachen, die kann ich dann am Ende des Jahres, kann ich sehen, habe ich gemacht, ja, ist passiert in meinem Leben, ich habe mich dabei mega stolz gefühlt, Haken dran. Und genau deswegen machen wir das ja jetzt. Versuch da so wirklich so klar wie möglich zu sein. Der Kreis ist zu klein. Viele Ziele ist auch sehr gut. Keine Schulden mehr zu haben, neuen Job, Buch schreiben, sehe ich hier bei Facebook. Regelmäßiges Einkommen, sagt Mara. Endlich wieder Ausstellung machen, sagt Ilka. Lina sagt 12.000 Euro monatlich, Business boomt, Mentoring, Zeit fürs Wesentliche. Finanzen besser verstehen, ja, sparen, okay, das ist so wieder wie viel und was überhaupt. Genau, richtig konkret. So konkret wie nur möglich.
Ich meine, das, was ihr vorhin reflektiert habt zu 2020, war ja auch konkret. Ja, da habt ihr auch gesagt, was ist in meinem Leben passiert? Ich habe eine Beförderung bekommen von 20, eine Gehaltserhöhung bekommen von 20%. Und genau so konkret muss das jetzt fürs nächste Jahr auch sein. Nicht nur Gehaltserhöhung, sondern Gehaltserhöhung von 20% im März. Smarte Ziele. Umziehen. Jeden Tag Yoga. Perfekt. Cool. Ich glaube, ihr habt es raus. Neuen Job. 15 Minuten meditieren. Alle wollen meditieren. Sehr gut. Wohnung ausmisten. Yay. Okay, ja, gut. Könnte man jetzt nochmal tiefer reingehen. Homepage erstellen. Genau. Also schreibt das alles auf. Wenn der Kreis zu klein ist, nehmt euch noch ein neues Blatt. Sehr gut. Ja, und ich glaube, damit sind wir dann auch schon durch. Ich gucke nochmal gerade kurz. Ah, nee, noch gar nicht. Stimmt, der letzte Kreis fällt nämlich gar nicht weg, sondern der letzte Kreis ist eigentlich der schönste überhaupt. Bei der Reflexion 2020 war es ja, was ist in der Welt passiert? Das wissen wir jetzt noch nicht, was in der Welt 2021 passieren wird. Können wir auch nicht unmittelbar beeinflussen. Das, was wir richtig beeinflussen können, ist ja, haben wir schon gemacht. Jetzt können wir uns aber überlegen, was wir der Welt nächstes Jahr geben wollen. Also nicht, welche Ereignisse wir bekommen, was da so passiert, sondern was möchten wir, was möchtest du der Welt nächstes Jahr geben? Das kann sowas sein wie Wärme, Inspiration, Humor, ein tolles Produkt, was auch immer. Was möchtest du der Welt im nächsten Jahr geben? Was möchtest du dieser Welt geben? Nachhaltigkeit ist zum Beispiel ein Thema. Das hier gerade genannt wird. Inspiration, sagt Melli. Meine Musik, sagt Mara. Weiter lernen. Ach so, nee, das war noch was anderes. Das war noch von vorher. Weniger Verpackungsmüll. Füreinander, nicht gegeneinander. Meine App. Achtsamkeit kommt hier. Engagement im Ehrenamt. Sehr gut. Leichtigkeit, Freude. Also Instagram muss echt mal was gegen diesen ganzen Spam machen. Das ist ja unglaublich. Gesundheit, 100% von mir. Empathie, sehr schön. Achtsamer Umgang mit meinen Mitmenschen, sagt Teilzeit-Chaotin. Mehr Interaktion, sagt Marie. Liebe, sagt Andrea. Steffi möchte Inspiration geben. Offenheit für Menschen, Mitmenschen, sagt Lina. Ilka sagt Liebe. Weniger Plastik. Meine Bilder, sagt Ilka. Ja, genau. Erfahrungen weitergeben, sagt Daria. Mithelfen, Ehrlichkeit, Hilfsbereitschaft, mehr zuhören. Ach Mensch, das ist doch schön. Wissen möchte Lucy weitergeben. Respekt. Super. Toleranz, sagt Honja Sun. Mut. Schön. Inspiration, zuhören, mitfühlen. Sanftheit, sagt Judith. Oh, das ist ja auch schön. Mhm. Patenschaften möchtet ihr übernehmen. Aktives Zuhören, sagt Lina. Super. Klarheit. Empathie, sagt Nana. Schön. Da kommt doch einiges zusammen. Und wenn ihr jetzt beides habt, einmal 2020 und 2021, würde ich sagen, könnt ihr euch gerne noch mal so ein, zwei Minütchen nehmen und noch mal beides anschauen. Was war in 2020? Was waren da so die Kernthemen? Und wie habt ihr vielleicht die jetzt schon bewusst oder unbewusst auch umgekehrt? Oder was habt ihr behalten?
Es muss ja sich nicht immer alles ändern. Wenn ihr im Jahr 2020 irgendwie stolz wart, dann könnt ihr in 2020 euch ja auch stolz fühlen wollen. Vielleicht seht ihr da so gewisse Muster, die euch vielleicht sogar überraschen, dass ihr sagt, ach Mensch, auf beiden Seiten habe ich jetzt irgendwie das geschrieben oder das kommt bei mir irgendwie gar nicht vor. Jetzt habt ihr auch ein paar Antworten von anderen gehört. Das ist ja das Schöne, wenn wir das hier zusammen machen. Ihr seht ja auch die anderen Kommentare. Kerstin auch was Schönes mit positiver Laune anstecken für den äußeren Kringel. Also nehmt euch da gerne nochmal die 2, 3 Minütchen und schaut euch nochmal eure beiden Reflexionen jetzt an, 2020 und 2021, und schaut mal, ob ihr da vielleicht sogar ein paar Überraschungen habt. Ein paar Dinge, von denen ihr selber nicht so gewusst hättet, oder vielleicht Themenkomplexe, die in beiden vorkommen oder die aufeinander aufbauen. Keine Ahnung, 2020 habe ich mein Business gestartet und 21 soll es, keine Ahnung, 500.000 Euro Umsatz bringen oder was auch immer. Vielleicht kristallisieren sich auch gewisse Themen heraus, von denen ihr gar nicht dachtet, dass die so dominant waren in 2020 oder vielleicht jetzt auch auf eurer Ziel oder was passieren soll, auch sehr dominant sind. Das heißt, da könnt ihr vielleicht nochmal nicht nur über eure Jahre was lernen, sondern auch über euch, welche Themen euch einfach wichtig sind oder welche dafür nicht so richtig wichtig sind. Nicht bewerten, sondern einfach nur schauen. Schalte das nochmal in die Kamera für alle, die es noch nicht so richtig. Damit haben wir es auch geschafft. Gibt es noch Fragen dazu? Ihr habt es geschafft. Ihr habt etwas getan, was ganz, ganz viele andere nicht zu machen, nicht machen, ehrlicherweise. Wofür sie sich leider nicht mal die halbe Stunde Zeit nehmen. In unserem Busy-Alltag geht das eben oft einfach dann unter, solche Reflexionsübungen. Ich finde es super wichtig. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was für euch auch mitnehmen. Ich finde es schön, dass ihr euch die Zeit dafür genommen habt, dieses, ja, wie soll ich sagen, verrückte Jahr 2020 zu reflektieren. Wahrscheinlich haben manche auch gesehen, dass es vielleicht doch gar nicht so schlimm war. Manche sagen hier, dass es richtig gut hat, das einfach mal aufzuschreiben. Ja, wir speichern das Video, das kommt IGTV, YouTube, Podcast, schieß mich tot, überall. Ihr kommt doch nicht drum herum. Ihr kommt doch um meinen Scheiß nicht drum herum. Ist doch überall. Ich schmeiß euch doch zu damit. Von daher, ja. Sehr coole Übung, cool. Sonst, also das war jetzt quasi so ein bisschen Schnellschuss, wenn ihr die Zeit habt oder wenn ihr an manchen Sachen, das wird jetzt sowieso in euch arbeiten. Lasst es mal einfach auf dem Tisch liegen. Vielleicht fällt euch in den nächsten Tagen noch was dazu ein oder ihr holt Silvester nochmal raus und macht das Ganze noch mal in der Familie oder so. Und ja, dann wünsche ich euch ja noch einen ganz schönen Jahresendspurt, eine schöne Adventszeit, schöne Weihnachtszeit. Das war der letzte Money Talk in diesem Jahr 2020. Von daher, schön, dass ihr mit dabei seid, dass ihr auch heute wieder mit dabei wart. Und dann sehen wir uns im Januar höchstwahrscheinlich mit so einem Thema wie Ziele oder sowas. Wie kann ich mir denn jetzt Ziele setzen für das nächste Jahr? Irgendwie sowas in der Art kommt dann. Also irgendwas, was an diesen jetzt anschließt. Genau, ich hoffe, das war ein schöner Jahresabschluss für euch. Für mich war es auf jeden Fall einer. Reflektiert fleißig weiter. Euch einen ganz, ganz schönen Abend. Und also ich gucke gerade nochmal, fragen sich nicht. Nö. Ach so, ihr habt das auch, warte mal, jetzt muss ich mal kurz überlegen. Letztes Jahr hatte ich das Ding mal hochgeladen. Ich glaube mal da moneypenny.de/Jahresreflexion oder so. Ich glaube mit X Jahresreflexion. Da könnte es sein, dass es noch so ein PDF gibt, das das zeigt. Wahrscheinlich mit anderen Jahreszahlen, weil vom letzten Jahr vielleicht auch noch ein, zwei andere Übungen oder so. Schaut da mal rein, dann könnte ich das auch runterladen. Aber drei Kreise kriegt ihr auch gerade noch selber gemalt, denke ich. Cool, schön. Dann euch einen ganz, ganz schönen Abend. Hat Spaß gemacht mit euch. Danke für eure coole Inspiration auch in den Kommentaren. Danke fürs Teilen, für eure Jahresreflexion. Und dann sehen wir uns knackig wieder im Januar, am ersten Mittwoch im Januar zum Thema irgendwie sowas mit Zielen. Überlege ich mir dann noch. Dann schöne Weihnachtszeit, wie gesagt. Und wir sehen uns ja sowieso noch auf allen möglichen Kanälen. Arrivederci. Ach so, ah nee, hier kommt noch was. Fragen zum Mentoring. Ja, die beantworte ich doch glatt gerne.
Mentoring, ja, Mentoring ist am Start. Setzt euch auf die Warteliste und seid aktive Moneypennies, dann bekommt ihr vielleicht eine Einladung dafür. Das ist der Prozess. Auf die Warteliste setzen, ein bisschen Geduld mitbringen, brav die Fragen beantworten und dann bekommt ihr vielleicht eine E-Mail von uns demnächst. Unsere Fragen? Nein, alles klar. Gut, dann jetzt aber wirklich schöne Adventszeit, schöne Weihnachten, frohe Ostern. Bis dann. Tschüss.